SCB gegen Kloten Flyers da präsentiert. Andi Isering in Kurzform, was heute alles passiert ist in der Berner Arena. Die Minen der Berner Anhänger hälten sich erstmals in der 14. Minute auf. Sebastian Bordelot mit diesem haltbaren Schuss. Tobias Stefan ließ den Puck auf der Stockhandseite passieren. Der Berner Topscorer konnte sein Sonntagsgesicht zeigen. Und Stefan wusste natürlich selbst am besten, das hätte nicht sein dürfen, bei freier Sicht aus diesem Winkel erwischt zu werden. Letzte Spielminute des ersten Drittels. Bern in Überzahl. 6 Sekunden vor Schluss, das 2:0 für den SC Bern. Ganz kurz vor Drittelspause. Dieses so wichtige Tor durch Ivo Rüttemann. Stefan wieder nicht vom Glück begünstigt. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Flyers das Tempo. Die Berner gingen es mit. In der 45. Minute erneute Überzahlsituation. Die Gastgeber mit einer Musterkombination. Abgeschlossen von Christian Dübe zum 3:0. Ja, die Klotener nahmen Strafe um Strafe, die Berner machten die Tore. Im letzten Drittel beschränkten sich die Einheimischen auf die Resultatkontrolle. Der SCB gewann mit 3:0, vor allem auch dank ihm. Torhüter Marco Bührer spielte erneut hervorragend und realisierte den 2. Shutout in dieser Serie. Und damit haben die Berner ihre Ferien also zumindest hinausgeschoben.